Hanna. Oh, du hast aber schöne neue Klamotten an. Ja, die sind schick, ne? Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Oh, Greta, du hast ja auch neue Klamotten an. Ja, es ist einfach jetzt viel zu warm in so einem langen Pulli. Meine Mama hat gesagt, da willst du ein T-Shirt anziehen. Oh ja, da steht dir wirklich gut. So, ich glaube, alle sind jetzt da. Bis auf Alicia. Ja, Kinder, hört ihr mal eben bitte einmal zu. Seid ihr mal einmal kurz ruhig, bitte. Erstmal guten Morgen und schön, dass ihr alle in den Kindergarten gekommen seid. Heute ist Wünschefrühstücktag. Ja, und Frau Fröhlich, also die Sophia, die wird jetzt mit 3 Kindern von euch zusammen das Wünschefrühstück kaufen. Natürlich fährt Linus mit, weil er ist ja seine Mutter. Und dann darf Linus noch 2 andere Kinder mitnehmen. Also Linus, dann entscheide mal, wen du mitnehmen willst. Oh Mann, ey, ich liebe Wünschefrühstück. Das ist so cool. Oh, das ist einfach nur herrlich. Ah, ich hoffe, die suchen was richtig Tolles aus. Also gut, Linus, dann entscheide dich jetzt mal. Welche 2 Kinder möchtest du jetzt noch mitnehmen zum Wünschefrühstück? Oh je, ich mag doch alle Kinder aus dem Kindergarten. Ja, aber wir können nicht alle zusammen in den Supermarkt gehen. Das geht leider nicht. Das ist ganz schön schwer. Na gut, ich wähle auf jeden Fall Hanna. Hanna, kommst du mit? Na klar, komme ich mit. Was ist das denn für eine Frage? Ja, und dann will ich natürlich noch Greta. Oh, Linus, das ist so nett von dir. Aber ich muss ehrlich sein, ich war letztes Mal schon mit. Dann nimm lieber ein anderes Kind mit. Das ist sonst unfair. Oh ja, Greta, da hast du wirklich recht. Ja, Linus, dann such dir mal ein anderes Kind aus. Na gut, dann kommt Lian halt mit. Also natürlich nur, wenn er möchte und darf. Ich weiß ja nicht, ob er letztes Mal schon war. Also Lian, willst du mit uns mitkommen? Oh ja, das wird mega, mega, mega cool. Also Kinder, ihr seid heute für unser Frühstück verantwortlich. Ihr dürft alles kaufen, was ihr möchtet. Natürlich keine Süßigkeiten. Ja, also Brot, Kelloggs, Müsli, Aufstrich, Käse, alles, was ihr gerne esst, könnt ihr heute kaufen. Oh, auch Kirschmarmelade? Ja, Linus, auch Kirschmarmelade kannst du heute kaufen. Denkt doch bitte immer daran, dass es für alle Kinder reichen muss. Nicht, dass ihr nur 2 kleine Brötchen mitbringt. Ja, dann können die anderen Kinder nämlich nichts essen. Ja, dann mal schnell los mit euch, wir haben alle Hunger. Danke, Frau Fröhlich, dass Sie mit den Kindern losgehen. Ach, das mache ich doch gerne. Hier sind 100 Euro, das kommt immer ganz gut hin. Ja, und die Kinder dürfen tatsächlich das essen, was sie möchten. Also soll ich da jetzt keinen Riegel vorschieben? Ja, natürlich keine Süßigkeiten. Wenn sie zum Nachtisch einmal Kekse aussuchen, dann ist das okay. Aber jetzt keine nur Bonbons, Kekse, Waffeln, Brezeln und so weiter und so fort. Ja, und gehen Sie bitte in den Bioladen. Dort bekommen wir 20% Rabatt. Ich bin total aufgeregt, ihr auch? Ja, ich bin auch richtig aufgeregt. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ja, ich auch noch nicht. Mensch, da sind wir ja alle total aufgeregt. Na gut, ihr kleinen Mäuse, dann lasst uns jetzt mal losgehen. Oh, echt cool, Silke, ich freue mich. Ja, Hanna, aber kauf nicht den ganzen Laden leer, ich kenne dich. Nee, mache ich nicht. Also Wünschefrühstück ist immer mega cool. Ja, finde ich auch. Und wisst ihr, was heute das Beste ist? Hanna geht mit. Das kann nur gut werden. Die kauft bestimmt die besten Sachen ein. Ja, meint ihr? Ja, Hanna ist doch so ein kleiner Vielfraß. Die kann doch so viel essen und hat immer Hunger. Wir werden bestimmt ein ganz tolles Wünschefrühstück heute haben. Hihi, zum Glück ist Hanna mitgegangen. Wenn Hanna mitgeht, kann das nur gut werden. So, da wären wir auch schon. Ganz schön warm heute, oder? Oh ja, Sophia, ich bin richtig nass geschwitzt. Ja, langsam kommt der Sommer. Ja, was meint ihr? Brauchen wir einen Einkaufswagen oder reicht ein Korb? Nee, nehm mal lieber einen Wagen mit. Man kann ja nie wissen. Oh, ich freue mich so. Wir können jetzt alles aussuchen, was wir wollen. Das wird mega cool. Einen wunderschönen guten Morgen. Da ist ja endlich die Kindergartentruppe. Euch habe ich ja schon ein paar Tage nicht gesehen. Boah, die haben aber eine coole Auswahl. Warum gehen wir hier nie einkaufen, Mama? Ja, weiß nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass wir hier so einen coolen Laden haben. Müssen wir vielleicht mal machen. Zuallererst brauchen wir Brot, oder was sagt ihr dazu? Oh ja, am besten Toastbrot. Meint ihr, so eins reicht? Ja, das reicht locker. Wir kaufen ja noch mehr ein. Schade, dass die nur so wenig Brezeln haben. Sonst hätte ich jedem Kind eine Brezel mitgebracht. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wollt ihr auch noch ein bisschen Marmelade oder Honig so mitnehmen fürs Brot? Oh ja, wir brauchen unbedingt Kirschmarmelade. Ja, und Honig. Ja, Linus, ich glaube, Kirschmarmelade haben die gar nicht mehr. Die haben ja nur Erdbeer. Och, Mann. Ja, dann nehmen wir halt Erdbeermarmelade. Schmeckt doch auch gut. Gut, dann lass uns mal weiterfahren zum Gemüseregal. Also nehmen wir jetzt hier mit einmal Erdbeermarmelade und einmal Honig. Ist das richtig? Ja, das ist super richtig.
Wisst ihr, was mega cool wäre, wenn wir Eier kochen könnten? Die schmecken immer richtig lecker auf dem Brot. Oh ja, Hanna, das stimmt. Das schmeckt wirklich gut. Was sagst du denn dazu? Ja, ich finde Eier auch total lecker. Ja, Kinder, da muss ich mal eben kurz was sagen. Ihr habt gar keinen Herd im Kindergarten. Das heißt, ihr könnt die Eier gar nicht kochen. Sucht euch dafür lieber was anderes aus. Wir könnten ja eine Paprika mitnehmen und vielleicht eine Tomate. Ja, Linus, aber nicht so viel Gemüsequatsch jetzt hier. Da können wir auch immer alles zu Hause essen und jeden Tag im Kindergarten. Heute ist ja was Besonderes. Ja, Hanna, aber ein bisschen Vitamine hat noch keinem geschadet. Ja, und dann noch ein paar Tomaten. Du, Sophia, ich würde gerne Bananen mitnehmen, die esse ich sehr, sehr gerne. Ja, das ist auch eine tolle Idee. Dann such dir mal die schönsten raus. Das hier sind die schönsten. Ja, die hast du wirklich gut ausgewählt. Ja, Hanna, wir haben jetzt ja noch nicht so viel. Wir brauchen unbedingt noch viel, 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 viel mehr. Ja, Linus, das stimmt. Komm, wir laufen jetzt einfach weiter. Sophia, können wir vielleicht jetzt zum Kühlregal gehen? Wir wollen auch Butter und Milch kaufen und vielleicht Käse. Ja, Hanna, das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen mal zum Kühlregal. Und dann brauchen wir noch Butter und Käse auf jeden Fall. Ja, schade, dass wir nur noch so wenig Joghurt haben. Das hätte ich jedem Kind einen Joghurt mitgebracht. Ach, Hanna. Ach ja, wir brauchen ja auf jeden Fall Milch. Einmal Sojamilch und einmal normale Milch. Ja, dann stecken wir die gleich ein. Was haltet ihr denn davon, wenn wir noch Müsli mitnehmen? Das schmeckt ja auch immer ganz lecker. Oh ja, Hanna, das ist eine gute Idee. Ja, dann suchen wir uns mal ein gutes Müsli aus. Boah, Sophia, weißt du, was wir auch noch brauchen? Saft. Einmal Apfelsaft und einmal Orangensaft. Das trinken wir immer beim Wünschefrühstück. Oh, der Wagen ist ganz schön voll, da passt kaum noch was rein. Ich finde auch, wir haben richtig viel eingekauft. Ja, okay, ich habe auch keine Lust mehr, mir ist viel zu warm. Na gut, dann können wir jetzt also zur Kasse gehen. Na, da habt ihr heute aber wieder richtig gut zugeschlagen. Ja, wir haben nur die besten Sachen hier gekauft. Das ist wirklich toll. Ja, dann wären das bitte einmal 42,22 €, bitte. Oh, Sophia, darf ich bitte, bitte bezahlen? Na klar, dann gib der Frau mal hier die 100 € und lass dir den Kassenbon geben und auch das Wechselgeld. Oh Mann, wisst ihr was? Wir haben vergessen, Nachtisch zu kaufen. Oh ja, stimmt. Mein Kopf ist auch ganz leer. Es ist einfach so warm. Wisst ihr, was bei so einem Wetter nur hilft? Ein ganz tolles, leckeres Eis. Oh ja, das ist ja eine mega gute Idee von dir, Hanna. Ja, finde ich auch. Ja gut, dann müssen wir jetzt nur noch Sophia überzeugen. Das könnte ein bisschen schwer werden. Sagen Sie, dürfte ich kurz den Einkaufswagen mit rübernehmen? Ich bringe ihn auch gleich wieder. Ja, natürlich, machen Sie ruhig. Du, Sophia? Ja, Hanna? Haben wir noch Geld über? Ja, habt ihr noch? Ich habe ganz vergessen, dass wir noch einen Nachtisch brauchen. Ja, das stimmt. Ich habe mich schon gewundert, aber es ist ja euer Wünschefrühstück. Ja, ich wollte fragen, ob wir uns nicht ein Eis kaufen können. Es ist so warm. Bitte, 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 bitte. Oh ja, bitte, Mami. Ein Eis zum Frühstück, das wäre doch mega cool. Also, bei uns gab es noch nie Eis zum Frühstück. Was? Ein Eis zum Frühstück? Nee, Kinder, das kann ich nicht machen. Da kriege ich bestimmt Ärger mit Silke. Och, Mann, Sophia, bitte. Ja, aber eigentlich habt ihr noch Geld über und es ist wirklich warm. Ja gut, dann kriege ich halt Ärger von Silke. Dann sucht euch mal ein Eis aus, aber denkt daran, das muss für alle Kinder reichen. Okay, Hanna, das war deine Idee, also suchst du auch das Eis aus. Nee, komm, wir machen das zusammen. Juhu, das wird das beste Wünschefrühstück aller Zeiten. Ja, jetzt muss ich nur ein richtig gutes Eis finden, das alle mögen. Und am besten auch Silke, damit sie nicht sauer ist. Oh Mann, die haben so eine tolle Auswahl, ich kann mich gar nicht entscheiden. Hanna, am besten was mit einem Stiel oder mit einer Tüte. Oh ja, das ist gut. Ja, und dann hier nochmal eben bitte einmal das Eis abziehen. Ja, natürlich, das mache ich eben. So, Kinder, jetzt aber schnell los, bevor das Eis noch schmilzt. Oh Mann, ist das warm heute. Oh, zum Glück haben wir Eis gekauft. Oh, Sie müssen schneller laufen, sonst schmilzt das Eis. Es ist heute so warm, Kinder. Danke, dass Sie mir tragen geholfen haben. Wir essen heute draußen, machen hier ein richtig schönes Buffet und setzen uns auf die große Picknickdecke. Oh Mann, ey, wo bleiben denn Hanna, Linus und Lian? Das dauert ja ewig. Oh, wo sind die denn alle? Die sind bestimmt draußen spielen. Kommt, wir gehen mal raus. Oh, hallo Sophia. Und habt ihr tolle Sachen gefunden? Ja, schau mal um die Ecke. Da habe ich das alles schon hingestellt. Echt cool. Hast du gehört, dass wir jetzt hier im Garten heute essen? Meine Güte, Hanna. Da hast du jetzt aber zugeschlagen. Ja, ich habe nur gute Sachen gekauft. Ja, wo ist Linus denn? Habt ihr den da vergessen im Supermarkt?
Hey, hey, Silke, ich bin doch hier. Oh, Linus, ich habe dich gar nicht gesehen unter all den ganzen Kartons. Oh, Silke, also wir müssen jetzt unbedingt das Eis wegtun, weil sonst schmilzt das doch. Was? Eis? Warum Eis? Wir wollen doch frühstücken. Ja, wir dachten aber zum guten Frühstück wäre doch ein gutes Eis, oder? Ich meine, es ist so warm heute. Oh, habe ich da gerade was von Eis gehört? Oh, Silke, sei bitte nicht sauer, aber die Kinder haben so lange genervt, bis ich endlich zugestimmt habe mit dem Eis. Es tut mir wirklich leid, sei bitte nicht sauer auf mich. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Ist doch eine tolle Idee, nur haben wir leider kein Gefrierfach. Aber da fällt mir schon was für ein. Oh, Hanna, das hast du aber sehr schön aufgebaut. Du bist ja richtig flott heute Morgen. Ja, ich habe auch echt Hunger. Ja, und weil wir kein Kühlfach haben, weißt du, was wir jetzt machen? Wir essen jetzt vor dem Frühstück das Eis. Wie findest du das? Oh, das ist eine toll coole Idee. Und was habe ich euch gesagt? Wenn Hanna losgeht, dann bringt sie was richtig, richtig Cooles mit. Also meinetwegen könnten wir jetzt immer Eis zum Frühstück essen. Das ist ja mega lecker. Schaut mal, wie die anderen Kinder sich freuen. Ach, Hanna, du hattest echt eine tolle Idee. Muss ich echt mal sagen. Oh, danke schön. Ja, und jetzt lasst es euch gut schmecken. Ich sag's zwar nicht gerne, aber da hatte Hanna wirklich eine gute Idee. Ja, oh, so schön, wenn es warm ist, ein schönes, kaltes Eis zu essen. Einfach toll. Hallo Kinder, oder hatte Hanna eine richtig coole Idee, oder? Oh, so ein schönes, leckeres Eis zum Frühstück. Ist zwar nicht gesund, aber ab und zu geht das mal, oder? Habt ihr auch schon mal Eis zum Frühstück gegessen? Dann lasst uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Ja, und gebt uns auch unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Ja, wir wünschen euch dann noch einen wunderbaren Tag und hoffen, dass wir euch ganz, ganz bald wiedersehen. Bis dann, tschüss.